Hallo Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ben One's Beer. Letztens habt ihr den Herget wieder auf meinem Kanal entdecken dürfen. Der war nämlich für euch auf der Tattoo Bash in Köln und hat da euch ganz tolle Impressionen zusammengestellt. Ich verlinke euch das Video hier nochmal. Ansonsten habt ihr mich lange Zeit nicht gesehen. 5 Wochen ist es her und ich habe einiges zu erzählen. Es gibt ganz viele tolle Neuigkeiten und deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt nach dem Intro mal an. Let's go! So, also, ich bin total aus dem Häuschen, weil heute unglaublicherweise kam endlich das lang ersehnte, schon vor Ewigkeiten bestellte Notebook, und zwar das Lenovo Y70-70. Ultra geil, und wir machen heute ein Unboxing und ich freue mich mega drauf, weil mit diesem Gerät habe ich vor, in Zukunft zu arbeiten und die Videos zu schneiden, damit ihr auch mal in Zukunft häufiger was zu sehen bekommt. Dann kommt mal mit. Wir haben hier das Paket, das habe ich praktisch, das ist von notebooksbilliger.de, das ist jetzt kein Product Placement oder so, aber das große Paket mit diesen ganzen Luftpolstern und so habe ich schon mal weggelassen. Wir haben jetzt hier im Endeffekt dieses Endprodukt. Sieht relativ unspektakulär aus, allerdings sehr schön. Es ist nicht foliert, sondern bedruckt. Hier steht nochmal Lenovo. Wir haben hier so Schwingen drauf. Das Ganze hat eine solide Größe, ist relativ schwer. Ihr seht hier oben den Griff und auf diesem Griff steht auch nochmal imprägniert Lenovo. Sehr schön gemacht. Wir haben einen Haufen Barcodes. Wir haben nochmal www.lenovo.com. Sehr coole Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr es könnt sehen. Ja, ich glaube schon. Es spiegelt ein bisschen. Des Weiteren haben wir auf der Rückseite des Kartons nochmal das Intel-Logo und Zeichen. Lenovo nochmal als Schrift hier vorne. Ansonsten steht hier drauf, aufpassen. Getränke, Feuer, Batterien und so weiter und so fort. Da steht drauf, do not load or transport package if damaged. Ja, gut. Nichts Besonderes. Ansonsten hier noch ein bisschen CE-Geschichten. Ich habe diesen Sicherheitskleber schon mal geöffnet, damit ich jetzt nicht unbedingt eine Schere brauche. Und ja, dann kommen wir eigentlich auch schon mal zum Unboxing dieses super High-End-Gerätes. Wie geht das hier auch eigentlich? So, machen wir hier auf. So, ganz simpel, kann man das öffnen. Jetzt klappt das hier auf. Und was haben wir da? Genau, hier steht schon wieder Lenovo. Sehr schön zu erkennen. Hier unten steht nochmal, was steht da eigentlich? Congratulations on your new laptop. Vielen Dank dafür. Nehmen wir oben erst einmal den Einsatz raus und beschäftigen uns erstmal mit diesem. Ich weiß nicht, was könnte da drin sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir schauen einfach mal rein. Da wird wahrscheinlich so Kabelgedöns und Betriebsanleitung. So sieht es auch schon fast aus. Das haben wir hier. Support-Telefonliste. Ja, also falls ich Unterstützung brauche, kann ich in China anrufen. In Argentinien, in Aruba, wo auch immer das sein soll, Australien, Austria, Bahamas und so weiter und so fort. Wichtig ist natürlich in meinem Fall Deutschland, Germany, alles klar, Germany rufen wir an. 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz oder maximal 42 Cent pro Minute aus dem Mobilfunknetz. Ne? Gut, das ist die Hotline zu Lenovo, legen wir mal zur Seite. Dann haben wir hier nochmal so Service, Fernwartung, Service, Telefon, Support. Zum Endeffekt dasselbe, nur nochmal hier mit deutschem Extra-Hinweis. Dann haben wir, let's have a look, Tasten und Funktionen herunterfahren des Computers. Eine kleine Schnellanleitung, damit man kurz und knapp versteht, worum es geht. Relativ klein gedruckt, wahrscheinlich ist es die komplette Anleitung. In Millimetergröße brauchen wir aber höchstwahrscheinlich nicht, weil Männer sind ja sowieso, die probieren es einfach aus. Dann haben wir hier noch Hinweis zur erweiterten Garantie. Davon weiß ich im Endeffekt nichts und ist ehrlich gesagt auch für mich zweitrangig. You have the weapon, now get the in-game rewards. Wie es aussieht, kann ich da irgendwas gewinnen? Euros of bla bla ab 16. Also ich kann das jetzt hier frei rubbeln und dann kann ich wohl was gewinnen. Falls ich jetzt was gewinnen sollte, ich werde es jetzt vor euren Augen freirubbeln, könnt ihr das gewinnen, sage ich jetzt einfach mal. Dazu müsst ihr einfach nur kommentieren, warum ihr es gewinnen solltet.
Dann suche ich mir bis zum nächsten Video einen raus und dann schicke ich das zu. Auweia, ist ein bisschen komplizierter, wie man sich das vorstellt. Ich muss hier erstmal den Code irgendwo eingeben, damit ich dann praktisch weiß, ob ich was gewonnen habe oder nicht. Dazu bin ich zu faul. Also Leute, es gibt leider nichts zu gewinnen. Habt ihr wohl Pech, ja. So, dann klassisches Netzkabel. Nichts Ungewöhnliches. Ja, gut. Und in der anderen Seite dieser Schatulle noch das Netzgerät an und für sich. Ja, nichts, was ungewöhnlich wäre. Damit ist die Geschichte hier auch schon leer und erledigt. Weg damit und wieder her mit der großen Kiste. Und die ist echt sackschwer. Da wird die Tage noch eine Tasche dazu kommen. Habe ich aktuell vergessen zu bestellen. Was heißt ich? Lass mir mal das beiseite. Jetzt kommen wir zum Herzstück des Ganzen. Da ist nämlich der Lenovo Y70-70 drin. Der ist hier auch schön in Schaumstoff verpackt. Was natürlich sehr von Vorteil ist bei einem solchen High-End-Gerät. Es ist im Endeffekt ein Gamer-Notebook. Ich werde es nicht zum Spielen benutzen, weil ich ja kein Gamer bin. Aber dafür wäre es ausgelegt. Schön in Folie und so. Wir haben hier ein 17,3 Zoll Gerät. Eine GeForce mit 4 GB. Wir haben 16 GB RAM. Wir haben einen Touch-Display. Wir haben leider Windows 98, aber das wird sich mit dem Windows 10 Update dann auch ändern. Der Herget hat dazu ein Video gemacht, das könnt ihr euch gerne angucken. Ich werde es auch nochmal unten in die Infobox verlinken. Und dann, was gibt es noch zu erzählen? 4x2,6 i7 Core. Wir klappen die ganze Geschichte mal auf. Sieht mächtig aus, also ich bin beeindruckt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ja, das ist Bens neuer mobiler Arbeitsplatz. Wie gewohnt hier noch eine Schutzfolie oben drauf, die mal runtergenommen, dann sieht man das ganze Werk an und für sich. Das war es im Endeffekt schon vom Unboxing. Ihr seht das Gerät als solches. Wir haben oben eine glatte Oberfläche, sieht ein bisschen strukturiert aus. Lenovo ist nochmal spürbar hier an der Seite. Wir haben diverse USB-Ports und Stromanschlüsse. Übrigens USB 3.0 ist ja klar, HDMI-Anschluss. Dicke Lautsprecher, dann habe ich hier einen Speicherkartenslot, natürlich Kopfhörer und Mikrofon innen verbaut. Ist, wie gesagt, ein 17,3 Zoll Display, ich brauche die Größe zum Arbeiten. Und hier haben wir auch eine Webcam, das heißt auf YouNow sehen wir uns jetzt auch öfters. Wuhu, super cool, das neue Notebook ist da, mega geil, das Lenovo Y70-70. Da werde ich mich jetzt schön mal mit beschäftigen, werde es so ein bisschen einrichten. Vielen Dank fürs Zusehen übrigens. Und es kommen wieder mehr Videos, kann ich euch definitiv versprechen. Ich muss mich erst wieder an dieses helle Licht gewöhnen. Und ja, dann schaut noch schön hier in Endcard vorbei, da habe ich euch noch ein paar Sachen verlinkt. Ansonsten findet ihr mich auf Facebook und Twitter und Google+, Instagram und natürlich, lass mich überlegen, irgendwas war noch, genau, WordPress, www.benoandspear.com. Demnächst mache ich noch ein Unboxing von einem Samsung Galaxy Note 4 und demnächst, ja, es wird einen Haufen Zeug geben. Bis später, bis dann, ciao.